Venetiaan, die altijd graag een bal in de voeten wil hebben, terwijl ik op zorg. Venetiaan en Ori. Ja, dat ook. Ori. Zo van Aard op het verkeerde been. Ori. Houdt zijn schoen. Ori. Die lekker brutaal bezig is. Popescu zit ernaast. Ori. Haken zit ernaast. Ori. Haar is voor. Bal. Venetiaan voor. Weggekopt. Door Allerman. Ori. Kappen. Nu slecht. Driessen. Rijen. Ori. Driessen is braaf gestart. Ori probeert het via Venetiaan. Ori. Jongen waar je vanavond een bal aan het kwijt bent. Popescu. Aarzelen tussen koppen en de bal op zijn borst doodmaken. Toen krijg je dat. Ori. Blijft leuk spelen deze nummer 7. Maar ze ook allemaal niet slecht op Venetia. Die is achterin wil die bal wel hebben. Ori. Daar is van Ori Venetiaan. Die met Polman van doen heeft. Maar er zijn wel een paar PSV'ers die het wat zwakjes aandoen vanavond. Tempo in de wedstrijd. Ori. Venetiaan trekt naar binnen. Ori. Lekker brutaal die jongen. Hij heeft ook een leuke schijnbeweging in huis. Nou, ja, ja. Prima gedaan, joh. Ori. Ori. Smits. Ori. Goede aanval. VVV, die bal moet dan. Ori. Erik Ori van VVV mag dan scoren. Menso zat erbij, maar kwam er niet helemaal aan. 2-1, dan nog de tussenst. Ori van VVV dan scoren. Menso zat erbij, maar kwam er niet helemaal aan. 2-1, dan nog de tussenst. Goed, Caracedo. Ja, werd feiert ook goed betreut, dem Tormann trainer der Mödlinger. Resch, viele gute Kombinationen der Mödlinger. Ori, dankt zich hier durch noch immer Ori. Lange Eck, den Schuss. Und der Führungstreffer für die Mödlinger. Ja, eine Sensation hier durch Ori, der von der Austria zu Mödling gekommen ist in der 25. Minute. Eine gute Kombination, der Ball ist in einer Stafette aus dem eigenen 16er bis in den gegnerischen 16er gewandert. Ori wurde schön freigespielt von Mader. Der Schuss ins lange Eck und um Zentimeter verfehlt ihn Torhüter Otto Konrad. 2-1 für Mödling. Und ein Halbtagsspiel, Profi. Ori, wieder auf Helm. Die große Möglichkeit auf 4-2. Zbigniew Brzeziak, Flanke von Resch und das 1-0 durch Erik Ori. Der Niederländer bringt die Mödlinger also bereits nach 2 Minuten mit 1-0 in Führung. Hier noch einmal die Wiederholung. St. Pölten also kann. Ori. Nummer 15. Overtreding. Al liggen. Ook deze man heeft zijn zenuwen, neemt u dat van mij. Blauwdroep. Ontvangt de bal aan de buitenkant. Binnendoor langs de tweede man. Guardiola. Ori. Mooi gedaan, Ori. Ori Zubizarreta. Of was dat niet zo? Nee. Wel een vrije trap. Ori. En dan toch hingen geblieben aan Ori. Erik Ori, daar had hij een beetje geluk gehad bij deze haken. Was zu lange ange. In zijn getroffen. 4-0 voor de Austria. Hier dieser etwas zu lange haken.
Und dann der Schuss, genau ins Eck. Innen wechseln wirklich blitzschnell. Horry. Das 4:2 für die Austria. Der Torschütze Erik Horry wird bejubelt von den Austria-Anhängern am Rand der Bande. Trockener Haken, schöner Schuss und das 4:2. Feldes der Aufstiegskandidaten. Wohl auch, weil der Trainer nie Gewohnheit und Schlendrian einreißen lässt. War nie sesshaft. Immer unterwegs. Von Kottingbrunn bis Utrecht, von Venlo bis in die italienische Serie C. Letzten Wochen überstanden. Wie ist der Entzug? Ja, der Entzug ist natürlich jetzt langsam groß. Ich habe ein bisschen Zeit gehabt, mich wieder zu erholen, das anders analysieren und ein bisschen Kraft getankt. Aber jetzt natürlich ist das Kribbeln schon wieder da und die Motivation für eine neue Aufgabe ist schon wieder da. Heute sind Sie Haupt. Das einfach in der Mannschaft stimmt es. Sie ist ein Team und sie wollen nach vorne spielen und suchen ihre Möglichkeiten. Und ja, bis jetzt hat es sich ausgezahlt. Nächste Szene.